Willkommen zu einem neuen Webflow-Tutorial. Mein Name ist Jonas Arlet und wir bauen heute zusammen diese coole Tablet-Scroll-Animation, die du auch wunderbar in deinem Portfolio einsetzen kannst. Die ist in Webflow mit ein paar Klicks und Schritten gemacht, geht super einfach und wir nutzen dafür meine Mockup-Vorlage, die wir im letzten Video erstellt haben. Verlinke ich dir auch alles nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, wenn du möchtest, kannst du hier nicht nur ein Bild, sondern genauso auch ein animiertes Video einsetzen, das sich genauso hier schön an das Scrolling in dem Tablet in einer Art 3D anpasst. Kurz vorab als Erklärung, wir bauen das hier mit einem realen 3D-Effekt, aber das Device an sich ist nicht in 3D in Webflow integriert. Was du hier aber siehst, ist ja, wenn wir das Tablet drehen, ja, dann sieht man ja, dass der Rand breiter ist. Und das wird bei uns nicht der Fall sein, aber wir können das ein bisschen, ja, wir können das ein bisschen tricksen, damit das trotzdem so aussieht, als wenn es 3D wäre. Sonst müsste man in Webflow eben diese ganze Shape einmal erstmal bauen, wenn du das wirklich auch so haben willst, dass es unten dann mit der Breite von dem Rahmen eben auch zu sehen ist. Das nur als Info, aber das ist halt erstmal die Ausgangslage, die Idee. Wir kommen hier hin, wir scrollen und das Tablet dreht sich und mit Content, den du eben haben willst. So, was müssen wir dafür machen? Wir haben hier einmal vom Aufbau her, habe ich einfach nur eben eine Section integriert mit bisschen auch Textinhalten. Und hier ist letztendlich das Wichtigere, ja. Tablet Mockup Animation hat einfach nur Abstände und oben und unten ist wie nochmal so ein kleiner Container innen drin. Kannst du auch die Größe, die Breite nochmal anpassen, wenn du möchtest. Dann haben wir hier 3D Tablet Wrapper. Der ist wichtig, auf den wenden wir dann die Scroll-Animation ein und 3D Tablet Inner. Hier drinne wird jetzt das Mockup integriert. Das haben wir letztes Mal im Video integriert. Das heißt, da kannst du dir super einfach aus meiner Projektvorlage das Template hier einmal rauskopieren. Wir nutzen jetzt hier für den Effekt dieses Tablet. Ich kopiere das einmal, gehe hier in das neue Projekt rein, füge das hier einmal ein. Und jetzt siehst du, kommt hier auch eine Information, hey, hör zu, projektübergeordnet können wir Symbole nicht kopieren. Deswegen ist das hier jetzt aufgelöst worden. So, ist kein Problem, du könntest hier jetzt auch wieder ein Symbol draus machen und deswegen habe ich hier nochmal diesen Inner-Ordner integriert, damit, falls du jetzt hier ein Symbol draus machst, hast du das einfach nochmal in einer Verschachtelung. Ja? Ich lasse das jetzt mal so, soll uns nicht weiter stören. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist vielleicht erstmal hier den Screen einfach mal austauschen mit einem schönen Bild, was ich da auch zum Beispiel zeigen könnte, ja, und jetzt siehst du, okay, der Effekt hier ist erstmal schön, okay, wir haben ja noch kein Scrolling dabei, wir könnten hier im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen Gradients integrieren, damit wir halt einfach gleich so ein bisschen mehr das aufgreifen, was auch in dem Bild letztendlich hier zu sehen sind und dann hier ein bisschen hier auch ein paar Gradients eben platzieren, finde ich, sieht immer ganz nett aus. Kommt über die Bildschirmübertragung wahrscheinlich ein bisschen mit Artefakten rüber, aber in Original sieht das echt immer Premium aus. So, jetzt kommen wir zu den Einstellungen, die du machen musst, bevor wir dann die Animation anlegen. Wir wählen einmal hier, ich zeige dir das erstmal, was passiert, wenn man diese 3D-Einstellung nicht macht. Wir wählen also diesen Inner-Ordner hier aus und haben dann hier im Bereich eben Transform 3D, können wir einmal auf das Plus klicken und dann Rotate. Und jetzt drehe ich das Ding hier einmal, ja, so ungefähr vielleicht auf 70 und du siehst, das sieht total komisch aus. Es hat keine reale Perspektive, es ist total flach. Irgendwie funktioniert es nicht. Was man also immer machen muss, wenn du also ein Kind-Element in 3D anzeigen möchtest, ist den Wrapper außenrum, also das Element darüber, das Elternelement, eben mit einer Einstellung versehen. Und die kannst du hier auch, wenn wir jetzt diesen Wrapper auswählen, mit den drei Punkten hier finden. Und hier hast du jetzt Children Perspective. Und das heißt, die Perspektive muss erst eingestellt werden, damit der Browser weiß, inwieweit er das eben ja, in 3D anzeigen soll. Und wenn ich das jetzt hier mache, siehst du, dass auf einmal das total abgespaced aussieht und ich sag mal so roundabout 1000 sieht eigentlich immer so ganz okay aus. Und jetzt kriegst du diesen 3D-Effekt hin, dass das Bild auch wirklich quasi in der Perspektive gedreht wird. Und ich habe dir das vorhin schon gesagt, also wir machen jetzt hier mal 1000, dass hier jetzt zum Beispiel die Breite fehlt, wie das normalerweise hier jetzt ja angezeigt werden würde bei dem Tablet, ja. Das stört uns aber nicht, weil wir das Tablet quasi drehen, bevor der User überhaupt an der Stelle eben das sehen könnte. Und hier am Rand sieht es ja okay aus. So, das sieht jetzt noch ein bisschen heftig aus, ist aber okay. Das wird gleich so schnell gedreht, dann das fällt nicht auf. Wir können hier vom Top, also momentan drehen wir quasi von der Mitte-Achse aus und wir können das noch vielleicht so ein bisschen 70% vom Top vielleicht bewegen
Und dann haben wir wirklich nachher so eine schöne Drehung drin, ja, die komplett ist. Und ich gehe jetzt hin zu dem Inner-Element und lösche das hier wieder raus, weil letztendlich im Layout will ich das in groß haben. Ja, ich muss mir im Kopf behalten, okay, da ist diese Animation mit drin, aber die muss ich hier nicht in der Perspektive die ganze Zeit so angezeigt haben. Das lösen wir jetzt in der Interaction. Das heißt, wir wählen jetzt den Wrapper aus und sagen, wir gehen einmal hier, Element-Trigger, while scrolling in View. Play Scroll Animation und dann stellen wir eine neue an. Machen wir hier vielleicht eher Tablet Scroll Animation und jetzt wählen wir diesen 3D Tablet Inner aus, ja, und gehen hier jetzt einmal auf, da gibt es genau das gleiche, Rotate. Und wir fangen an die Ausgangslage, ja, wenn er reinkommt, soll er bei, wir hatten das vorhin, bei 70 sein, ja, so. Und wenn er dann irgendwie rausgeht, soll er bei 0 sein. Das ist das Einzige, was wir hier machen müssen. Und jetzt siehst du, wenn wir das hier uns schon mal anschauen, dass das auch schon gut funktioniert, aber es soll hier schon fertig sein. Das heißt, wir müssen diesen Fertigstadium, das müssen wir hier jetzt schon ein bisschen höher reinziehen. Also wahrscheinlich so auf 50, dass wir halt irgendwie so bei dieser Stelle dann schon fertig sind. Genau, weil genau dann haben wir diesen Effekt nicht, dass wir unten den Rand noch von der Seite sehen und sehen, das ist ja gar kein 3D. Aber sonst haben wir genau das, was wir eben wollen. Wir drehen das Tablet so schön rein. Es ist es könnte schon ein bisschen früher sogar noch fertig sein. Ja? Also schieben wir es mal noch vielleicht so auf 47, dass man es eben auch nochmal in ganz dann sieht und es dann hier drin einfach einmal komplett zur Verfügung steht und man das eben frontal dann sieht. Und das funktioniert wieder super weich und ist eigentlich im Prinzip alles, was man hier machen muss. Ja? Ist eine nette kleine Scroll-Animation und das Coole ist, du kannst das Ganze sogar mit Videos machen. Ja? Das ist super einfach. Wir machen jetzt hier einfach mal, gehen auf das Plus, schauen, okay, wo ist das Element Background Video? Das haben wir hier. Image, ne, hier, Background Video. Ich ziehe mir das hier einmal rein. Dann musst du hier die Klasse, letztendlich, wo wir das Bild haben, kopierst du dir einmal den Namen, löscht das Bild hier raus, gibst dem Background Video die Klasse und dadurch positionieren wir das genau wie das Bild davor, auf dem, also hinter dem Rahmen von dem Device. Und jetzt kannst du hier einfach ein Hintergrundvideo hochladen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das ziehe ich jetzt hier einfach einmal rein. Das Ganze wird jetzt hier hochgeladen und ja, irgendwie nochmal umgewandelt, dass es in verschiedenen Formaten zur Verfügung steht. Und jetzt siehst du, du kannst hier quasi animiert dein Tablet sogar bewegen in 3D und hast auch noch sozusagen ein Video mit integriert. Die Qualität, also wenn du das ganze Video nicht von Webflow gehostet haben willst, da wird es ein bisschen komprimiert. Wenn du das jetzt Ganze kleiner machst, geht auch super einfach. Deswegen habe ich dir hier ja auch die Elemente hier nochmal mit integriert. Du könntest hier also auch eine Maximalbreite nochmal von, weiß ich nicht, von 1000 vielleicht einmal integrieren, das Ganze mittig machen und dann hast du das kleiner und dann sieht das auch schärfer aus, ja. Dann musst du hier und da vielleicht nochmal Einstellungen tätigen. Ich kann jetzt hier gerade nicht höher scrollen, weil der Content darüber eben zu Ende ist, aber im Prinzip wird dann auch das Video ein bisschen schärfer. Wenn du das scharf haben willst in ziemlich groß, ja, dann musst du es einfach woanders bei Vimeo hosten und einfach den Pfad dann letztendlich einfügen. Aber du siehst, dadurch kann man super imposante Dinge machen mit ein paar wenigen Klicks. Und ich nutze das jetzt eben bei dem Projekt letztendlich als eine Animation, genauso eben als ein Wow-Effekt, der direkt am Anfang kommt. Und das wollte ich dir einmal mitteilen, wie du das Ganze eben baust. Und ja, würde ich mich freuen, wenn du ein Like oder ein Abo da lässt, falls dich solche Tutorials hier interessieren. Veröffentliche jede Woche hier neues Material bei mir auf dem YouTube-Channel. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und wir hören uns.